Ora la prendi tu, no? No, no. Thank you.
Liebe Landsleute, man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Im Allgemeinen stimmt das. Aber Gedenkfeier wie diese heute reißen alte Wunde wieder auf. Wir stehen traurig vor dem Denkmal, das für unsere Gefallenen errichtet wurde, und fragen uns, warum mussten sie sterben? Warum konnten viele, die nach Russland verschleppt wurden, ihre Lieben in der Heimat nicht wiedersehen? Warum wurde uns unsere schöne Heimat zur Fremde?
Eroberungslust der Großen. Herrsucht und Größenwahnsinn forderten und fordern heute noch unzählige Menschenopfer und führen zu Zerstörung und Vernichtung. In diesem Jahr gedenkt man vielerorts der Opfer des letzten Krieges. Viel zu wenig wird aber von dem Leid und den Verlusten der Besiegten gesprochen. Die meisten Menschen wurden doch schuldlos in den Tod getrieben. Wir wollen unsere Kriegsopfer, zu denen wir auch die Verschleppten zählen, in Ehrfurcht und Hochachtung gedenken und unser Herrgott bitten: Herr, lasst unsere Toten den wahren Frieden finden. Bewahre uns und unser Nachkommen vor Krieg und Leid. Wir alle gedenken euer. Ruhe, Ruhe, Sand. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Noch laut Zorn, morgen Abend um 6 Uhr ist so eine kulturelle Veranstaltung. Da im Gemeindehaus rechts ist eine große Sorge. Um 6 Uhr? Um 6 Uhr, am späten. Morgen Nachmittag um 6 Uhr. Ist eine kleine Veranstaltung dort drüber, Veranstaltung. Herzlich eingeladen ist alles. Eine Stunde dauert. 6 Uhr morgen noch. 6 Uhr. 18 Uhr. 18 Uhr.